Railjet Koblenz-Mainz. Es ist 0:55 Uhr. Wir fahren die Baureihe 101 von der Deutschen Bahn, 588,9 Tonnen schwer, 12 Wagen im Zugverband und 308 Meter lang. Auf der Strecke Mainz-Koblenz linke Rennstrecke. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Szenario aus dem Creators Club. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer Folge oder zu einer neuen Folge Train Simulator 3, der Danny spielt das. Wenn jetzt hier erstmal Türen öffnen, dann werden wir Führung, Zuglichter Führung. einstellen, Führerstandsbeleuchtung, den Bremsschlüssel öffnen, Zugsicherungssysteme einstellen. Zack. So, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Ach ne, die AFB muss ja noch eingestellt werden. AFB, Sonst geht ja gar AFB, nichts. AFB. Die stellen wir natürlich noch auf 40. So, und dann würde ich sagen, können wir uns noch einen kleinen Blick wagen raus aus dem Zug. Und zwar, wenn wir ein bisschen Zeit. Würde ich sagen, schauen wir uns das mal an hier mit so einem richtig schönen Railjet. Und muss euch noch ein kleines Detail zeigen, was mir vorhin aufgefallen ist. Und zwar, gut, das Datum ist jetzt ein bisschen aus der Vergangenheit, aber alles andere stimmt. Wir fahren über Koblenz, beziehungsweise wir starten in Koblenz, über Bottrop-Boppard, Bingen und schließlich Mainz Hauptbahnhof. Und ich würde sagen, wir fahren ab in unseren Nightjet, schließen die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt. Um 0:56 Uhr, 13 Kilometer bis Boppard. Können uns natürlich befreien. Wunderbar. So, dann machen wir mal Helligkeit ein bisschen runter. Das machen wir aus. Geht das an. Das machen wir ein bisschen heller. Genau. Sieht jetzt doch schon gleich viel schöner aus. Können wir auch schalten. Und dann fahren wir unserer ersten Station entgegen, Boppard Hauptbahnhof. Wunderschön.
unserem Railjet. Wunderschön, wunderschön. Dieser Kontrast, einfach nur geil. Die linke Rheinstrecke bei Nacht. Auch das erste Mal, dass ich das mache. So, Bob hat es dann gleich schon erreicht. Wie gesagt, wir fahren über Boppard, Bingen und schließlich Mainz. Ich finde auch so Nachtfahrten richtig schön, vor allem die Lichter finde ich schön. Und so ein bisschen hier. Das hat so was Gemütliches, finde ich. So, ich bin auch mal gespannt, ob wir hier ohne Probleme durchkommen bis nach Mainz oder ob wir vielleicht sogar das ein oder andere rote Signale sehen werden, man weiß es nicht. Bis jetzt läuft alles gut. Sternklare Nacht, 1 Uhr 2 bereits. Die meisten Fahrgäste werden mit Sicherheit schlafen in ihrem Liegewagen, Schlafwagen. Also das nehme ich mir auch noch mal fest vor, irgendwann mal mit dem Nightjet zu fahren, über Nacht. Das wäre auf jeden Fall ein Traum von mir. Also definitiv. Also wenn ihr das schon gemacht habt, könnt ihr gerne berichten. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung da ist, mit einem Nightjet zu fahren. Über Nacht in einem Schlafwagen, also würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich das auf jeden Fall auch vorhab. Und da könnte ich euer Feedback auf jeden Fall gebrauchen. Also wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, dann haben wir gleich 110. Dann werden wir hier durch die nächste Station fahren, beim nächsten Bahnhof. Zeit haben wir ja noch. So, dann können wir so langsam runterschalten hier, hätte ich fast gesagt. Die auf B runtersetzen, so wollte ich sagen.
Dann kommt es die Zehe entgegen. Auch sehr schön. So, dann haben wir die 110 erreicht. Ich finde auch nachts zu fahren hat ein ganz anderes Flair, finde ich. Also weiß ich nicht, irgendwie ist das eine ganz andere Atmosphäre. Ich finde, das ist wunderschön. Also vor allem so, ja, man nimmt das ganz anders wahr, die Strecke, finde ich zumindest. Sifa mit und dann gehen wir runter auf 100. Unseren ersten Halt Boppert Hauptbahnhof auch gleich erreicht. Das ist eine RE entgegen, auch sehr nice. Die auch noch nicht gesehen. Die Leistung müssen wir noch beibehalten, dann geht sie nämlich ein bisschen bergauf. Dann stehen wir nämlich gleich schon. Boppert! Gleis 2 oder Bahnsteig 2. Des Nächtens ist hier natürlich nicht so viel los, wie ihr seht. Also eine Handvoll Menschen, wenn überhaupt. Die hier auf ihre Weiterfahrt warten. Mit einem der Nachtzüge. Türfreigabe. 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 So, da kommt ein RE. Ohne Zugzielanzeiger. Aber seht mal, der hat dieses wunderschöne blaue Licht auf dem Dach oder am Dach oder wie auch immer. Und der hat eine wunderschöne Taurus. 182.021. Ach, jetzt habe ich falsche Seite. Mist. Schließvorgang eingeleitet.
So, jetzt aber. Auf geht's, nächste Station, Bingen. Und der RE hat auch Ausfahrt. So, wir machen uns auf den Weg nach Bingen Hauptbahnhof, 37 Kilometer. Jetzt eine etwas längere Reise oder etwas längere Fahrt. Gleich in den LZB-Bereich kommen, gehe ich mal stark von aus. Wieder ein RE. Mein Gott, die sind hier aber stark vertreten. So ein bisschen durch die Altstadt, wie ihr seht. Also links und rechts Häuser, das ist wirklich eine richtig schöne Gegend. Ich sage ja, die linke Rheinstrecke ist insgesamt sehr schön. Kann ich nur bestätigen. Im Hellen natürlich umso einiges schöner, weil man dann natürlich das Wasser sieht und die Weinberge und all das. Weinberge hätte ich schon gesagt. Also wirklich wunder, wunderschöne Strecke. Kann man nicht anders sagen. Also
Ei. Da war ich ein Stück zu schnell, aber egal. Hat Gott sei Dank keine Auswirkung gehabt. So von Bingen nach Mainz ist, glaube ich, meines Wissens nach auch nicht mal allzu lang. So, gleich 90. So, jetzt kommt die Langsamfahrstelle.
wunderschön. Was kommt denn da? Was ist das denn? Was ist ein RE? Wieder na, 182. Also dieses Leuchten, dieses blaue Leuchten an den Dossos, das sieht einfach nur stark aus. Mega! Also vor allem, wenn die so aus dem Tunnel kommen, das sieht ja richtig geil aus. So, dann haben wir noch 20 Kilometer bis Bingen. So, endlich schneller fahren, 140, sehr, sehr nice. Ich denke mal, das letzte Stück von Bingen nach Mainz, wenn wir dann auch auf 160 kommen. Aber das ist ja auch ein Mysterium bei der Strecke hier. Ihr habt es ja gerade bestimmt gemerkt, dass an einem bestimmten Punkt die Kilometer gar nicht weniger werden. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit 21 Kilometer. Das ist natürlich dem geschuldet, weil man da so einen kleinen Bogen fährt und der Kilometerzähler halt dann nicht erkennt, dass wir trotzdem in die richtige Richtung fahren, beziehungsweise dass die Kilometer weniger werden. Und deswegen wird er dann teilweise wieder mehr oder bleibt halt für längere Zeit auf eine Kilometerzahl stehen. Das ist natürlich so, weil wir da den Bogen fahren. Und jetzt hat sich das wieder normalisiert und der Kilometerzähler zählt dann auch wieder runter. Sie fahren mittlerweile bei 18 Kilometer. So, 120.
Ich hoffe, dass beim Train Sim World 4 auch so schöne Creator Club-Szenarien dabei sind. Es soll ja ein Szenario-Editor dabei sein, sodass man sich seine eigenen Szenarien bauen kann. Da bin ich echt gespannt, was da noch so kommt. Schon wieder ein RE. Sind die aber oft stark vertreten in der Nacht. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, schon der dritte oder vierte, der uns jetzt hier entgegenkommt. Im Verlauf der Fahrt. Also Wahnsinn. Fernzug ICE 3. Richtig nice. Schöne Doppeltraktion. Ach, klasse. Sehr, sehr schön. Na, immerhin, der KI-Verkehr stimmt hier. In diesem Szenario. Da hat sich derjenige, der das hier gebaut hat, richtig Mühe gegeben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses schöne Szenario. Ich habe mir jetzt leider den Namen nicht gemerkt, der von dem Szenario Erbauer, aber ich werde auf jeden Fall den Namen unter dem Link, unter dem Video angeben, verlinken, sodass ihr euch dann gar nicht, dass ihr gar nicht lange suchen braucht, sondern dass ihr direkt beim Creators Club findet, wenn ihr es nachspielen wollt. Und wieder ein ICE 3. Sehr, sehr schön. Und wieder Doppeltraktion. Deutschlands schnellster Klimaschützer. Ich liebe ihn. Wunderschön. Da kommt noch was. Das ist ein ICE. Ah, jetzt stapeln sich die Züge hier aber. Wunderschön. KI-Verkehr ohne Ende. Traumhaft. So liebe ich das. So muss das sein. Sehr, sehr schön. Wieder ein ICE 3. Die stapeln sich ja. Wahnsinn. Das ist erst die ganzen REs, jetzt die Fernzüge. Ja, die stapeln sich so sehr, dass sie schon stehen bleiben müssen, beziehungsweise warten müssen, weil die anderen natürlich, ja, weil die Blöcke gesperrt sind. Gleisblöcke. Die stehen praktisch im Stau, wenn man es genau nimmt. Das ist Wahnsinn, echt.
das auch gleich geschafft. Aber Bingen erreicht. 1 Uhr 35, 1 Uhr 40, so in den Dreh wird das wohl sein. Jetzt wird's. Es kommt ein bisschen Action in die Sache, aber wir müssen natürlich quittieren müssen. Das heißt. Hier liegt die E3. Jetzt müssen wir hier mal ordentlich in die Bremse gehen. So. Ach Gott, 40. Jetzt ist aber gerade hier Polen offen. Ganz langsam, ganz ruhig. Jetzt los hier. Und dann so. Türfreigabe. Ja. Türfreigabe. So, das gemütliche Fahren scheint zu Ende zu sein. Jetzt geht hier ein bisschen die Action los. 40 km/h ist angesagt. Rein. Zugbeeinflussung. Ah, fangen wir aufs Nebengleis, oder? Na,
fahren wir jetzt schön geschmeidig und langsam in den Bingener Bahnhof ein. Sehr, sehr nice. Da wären wir. Die Business Class. So, wir verriegeln die Türen. Lösen die Bremsen und fahren 26 Kilometer bis zum Mainz Hauptbahnhof. So, die letzte Etappe hat begonnen. Mainz Hauptbahnhof.
Endet unser Railjet gleich in Mainz. Endstation. Gleich 60. Da wird wieder ein Gleiswechsel oder sonst was vor uns, wieder ein ICE 3. Richtig. Deswegen. Wieder quittierpflichtig? Oder auch nicht? Aber das ist ein gelbes Vorsignal, oder? Nee, nicht auf unserer Seite. Ziemlich bewachsen hier die Gleise, sieht man. Wahnsinn.
So, dann können wir wieder Reisegeschwindigkeit nehmen. Hey, Nightjet. Sehr viel Fernverkehr hier unterwegs. Vor allem ICE3 Leistung, also Wahnsinn. Oder IC-Leistung. Haben wir es gleich geschafft. Ein etwas längeres Video heute, ich gebe es zu. Aber ich hatte echt mal Bock auf so eine Nightjet-Fahrt. Mit einer Baureihe 101 hatte ich echt Bock drauf. Was kommt da? Wieder ein IC. Nee, EC. Hatten wir auch noch nicht. Gleich geschafft. Bin aber gespannt, was in Mainz an Rollmaterial rumsteht, an KI-Verkehr.
Weiche fand ich 100 Grad ein bisschen viel. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass das doch ein bisschen arg geschaukelt hat? Aber ja, 80 wäre mir da, glaube ich, lieber gewesen. Aber halt, das ist halt das Spiel, ne? Das hat gesagt 100, 80 kommt jetzt. Pflichtig. So, da wären wir in Mainz. Sehr, sehr schön. Kopfgleis? Was so richtig ist, ich weiß ja nicht. Wir stehen mit Sicherheit noch halb in der Weiche. Natürlich. So, hier ist der Bahnsteig zu Ende. Hier ist der Bahnsteig zu Ende. So. Dann schaut doch mal, wo wir hier stehen. Wir stehen da mitten in der Weiche noch. Das kann doch nicht richtig sein. Entschuldigung. Aber das kann nicht richtig sein, dass wir hier im Kopfgleis stehen. Und stellen hier die Ausfallgleise zu. Ich weiß ja nicht. Schließvorgang eingeleitet. Naja, ist dann halt so. So, das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vor allem mir treu. Für alle Neuen auf meinem Kanal, Glocke aktivieren, abonnieren nicht vergessen und ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Erfahrungen mit dem Nachtzug habt, beziehungsweise mit dem Nightjet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer der Dinglich-Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.